eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons. Und bevor wir hier wieder weiterbauen bei unserem Simpsons-Haus, geht erstmal das Intro los. Um weiter zu basteln, gehen wir erstmal wie immer an unsere Kiste ran. Und für diese Folge holen wir uns einfach mal ein bisschen weiße Keramik raus, rosane Beton, dann wieder eine Schwarzeichentür, davon nochmal die Treppe, dann holen wir uns wieder Popo-Stufeln und Steine raus. Ne? Sagen wir dafür, was wir eigentlich schon bei unserer Decke überall verwendet haben. Dann holen wir uns ein bisschen Pizzazui-Erz raus, das ist so Geschmackssache, ihr seht ja noch, wofür wir das verwenden. Dann holen wir uns noch ein bisschen hellblauen Beton raus und natürlich Zäune, welche Farbe, ist dir überlassen. Wir beginnen dann erstmal wieder mit dem Maurerwerk, das heißt, holt euch eure weiße Keramikwand und dann setzen wir jetzt hier einfach mal auf der Ecke 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke rauf. Die können wir jetzt erstmal auf der Vorderseite hier komplett einmal gerade langziehen und dann natürlich hier auch einmal zuziehen. Haben wir auf der Vorderseite die 5 Blöcke hochgezogen, gehen wir jetzt einfach mal auf unsere linke Haushälfte. Hier können wir dann auch einmal komplett bis nach hinten, da müssen wir jetzt nicht abziehen. Einmal hier eine 5er Reihe langziehen. Wir machen das hier immer im Schnelldurchlauf. Wenn wir dann auch hier die Wand hochgezogen haben, geht es natürlich jetzt auf der Rückseite. Auf der Rückseite können wir eigentlich hier das Ganze, sage ich mal, alles hier auf 5 Blöcke hochziehen. Das gehen wir mal hier zusammen ein bisschen lang. Ups. Aber wir halten an, wenn hier, sage ich mal, diese Kante kommt, wo wir dann, sage ich mal, hier vorne unsere Garage haben. Ne, diese Fläche hier vorne komplett, die lassen wir erstmal noch, ja, unangetastet und ziehen uns erstmal nur die Rückseite auf 5 Blöcke hoch. Wenn wir dann unsere Rückseite auch hochgezogen haben, geht das wieder erstmal auf unsere Vorderseite. Wir behalten immer noch unsere weiße Keramikwand. Und jetzt ziehen wir uns, sage ich mal, hier diese andere Stelle natürlich auch noch zu. Wir dürfen nicht vergessen, auf unserer Garage befindet sich noch ein Dach. Das heißt, wir können jetzt hier nicht das Mauerwerk komplett hochziehen. Sondern wir setzen jetzt einfach hier an der Ecke, die wir jetzt noch offen haben, einfach mal noch, würde ich sagen, 1, 2, 3, 4 weitere weiße Keramikblöcke hinten ran. Dann gehen wir so schräg zur Seite weg und ziehen das dann einfach komplett einmal zu. Zack, bis wir hier an der Hausseite ankommen. Danach können wir dann hier von hinten, sage ich mal hier einmal zack, uns hier erstmal so eine Probereihe langziehen. Die ziehen wir hier hinten auch einmal lang. Und dann können wir das Ganze auf insgesamt 4 Blöcke hochziehen. Ne, 4 Blöcke, was heißt das? Einer natürlich niedriger als natürlich das Mauerwerk ist, was wir schon haben. Außer jetzt natürlich hier vorne die Seite. Hier die eine Ecke, die können wir natürlich auf eine 5er Höhe insgesamt ziehen. Aber ansonsten dieses Stückchen hier, das machen wir nur auf 4 Blöcke hoch. Das heißt, ein niedriger als das wir schon haben. So, jetzt wollen wir das natürlich einmal hochziehen. Und wenn wir das dann soweit hochgezogen haben, geht es jetzt natürlich dran, uns die Räumlichkeiten in der zweiten Ebene zu platzieren. Nur die ganzen Schlafzimmer, die zwei Bäder und natürlich sogar noch einen Wandschrank. Wir starten dann einfach mal über unserem Flur. Da geht es zuerst los. Das heißt, rosanen Beton holen wir uns einmal raus. Jetzt können wir eigentlich hier an der Wand uns ein bisschen, sag ich mal, nachrichten. Wir setzen ja eigentlich die Tapete so hoch, dass wir, sag ich mal, hier natürlich noch einmal einen wieder überstehen haben. Insgesamt sollten es dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke sein. Wunderbar, passt ja auch. So, dann können wir, sag ich mal, jetzt hier eigentlich an der Seite von unserer Treppe das Ganze auf 5 Blöcke hochsetzen. Sollte dann ein schönes Rechteck ergeben. So, können wir hier mal im Schnelldurchlauf mal hochziehen auf der einen Seite, zack. Und auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Gleich nach der Treppe hier, zack, können wir hier eigentlich das Mauerwerk komplett hier auf 5 Blöcke hochziehen. Wenn wir das dann ringsherum unsere Treppe hochgezogen haben, hoffe ich, du hast sie jetzt hier vorne natürlich freigelassen, denn hier kommt natürlich unser Geländer hin. Wer pfiffig ist, der kann jetzt natürlich seinen Zaun schon nehmen und, sage ich mal, hier ganz ein, was ich seinen Zaun einmal platzieren. Und schon haben wir ein Geländer, dass wir hier nicht runterfallen. Ne? Wer weiß, vielleicht will Maggie hier auch nochmal lang krabbeln an der Treppe, ne? dass sie hier nicht runterfällt. Ne? Dafür ist halt das Gelände da. Vielleicht sollte man es ein bisschen dicker bauen. Aber ich finde, wenn man es dicker baut, dann passt das wieder nicht, oder? Hm. Muss man mal gucken, wie man sich das machen will. Ob man, sage ich mal, sich das doch ein bisschen dicker macht, ob das gut aussieht. Hm. Ich lasse mir das erstmal so leicht. Na, vielleicht mache ich mir noch dicker. Muss ich mal schauen. So, aber dann sind wir erstmal so ein bisschen mit natürlich unserem Flur fertig. Jetzt geht es weiter, dass wir, sag ich mal, die Räumlichkeiten der Schlafzimmer uns ein bisschen machen. Das heißt, holt euch mal euren rosanen Beton raus. Wir fangen natürlich auch hier einmal bei unserer Treppe an. Ne? Schön wieder hier oben, Vogelperspektive geht's los. Ich würde mal sagen, wir arbeiten uns von rechts denn so nach links. Ne? So wollen wir mal anfangen. Wir beginnen dann erstmal hier einfach mal an, ja, an unserem Mauerwerk, ne? Hier an der Außenfassade. Da setzen wir einfach mal hier auf der rechten Seite komplett einmal rosane Beton lang. Wenn wir hier an der Wand angestoßen sind, setzen wir noch nach vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Einfach mal gerade hin. Insgesamt haben wir 9 Blöcke. Wer möchte, kann dann hier in der Mitte, passend dann hier in diese Lücke, dann auch nochmal einen rosane Beton reinsetzen. So, hier vorne setzen wir dann eins zur Seite weg, einen lassen wir frei und dann können wir hier noch 3 Blöcke hinsetzen. So, wir sind natürlich fleißig und ziehen das Ganze dann auch gleich schon auf eine 4er Höhe. Und schon beim Sprechen ist mir ein Fehler unterlaufen, und zwar, ihr setzt es natürlich auf eine 5er Höhe.
Ich habe jetzt nicht bedacht, ich habe mir den Boden alles schon reingezeichnet. Ne? Bei euch ist natürlich hier alles kahl, von daher müsst ihr alles, sag ich mal, ein mehr platzieren. Also an sich jetzt hier, die Wände, wenn ich immer sage 4, müsst ihr 5 machen, ne, damit das halt passt. Weil ihr macht euch ja natürlich noch einen Boden rein, das ist denn so für euch denn die 5. Schicht. Ne, die ist ja bei mir schon. Trotz alledem, wir machen jetzt weiter immer noch mit unseren rosanen Beton. Und zwar, wir hatten ja hier diese eine Ecke gehabt, wo wir diesen Einer hier reingesetzt haben. Da würde ich mal sagen, setzen wir weiter an und dann hier einfach so vorne schräg weg, setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. Einen lassen wir frei und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke können wir wieder da hinsetzen. Noch ein kleiner Tipp, um euch, sage ich mal, nicht so zu verbauen, könnt ihr darauf achten, dass die Wände nie höher sind, als jetzt, sage ich mal, hier auf der rechten Seite dieses Mauerwerk. Ne, das schließt damit eigentlich komplett glatt ab. Ne, könnt ihr immer gucken, ne, dann seid ihr auch richtig. So, weiter geht es natürlich mit den Schlafzimmern von Bart und Lisa. Da setzen wir hier hinten einfach mal an. Wir können natürlich hier an der Wand einfach mal hier unsere rosanen Betonreihe einmal komplett gerade hinsetzen. Dann können wir hier einfach mal, würde ich mal sagen, müssen wir so dort absehen? Eigentlich nicht. Wir fangen hier einfach mal vorne bei der Lücke an. Wir haben ja, sage ich mal, hier uns eine Lücke gelassen. Da gehen wir dann, würde ich mal sagen, ein so nach oben, setzen uns 3 Blöcke hin, ein freilassen, 3 hinsetzen, ein freilassen. Und dann setzen wir uns, würde ich mal sagen, noch 5 Blöcke hin. Hier können wir dann, sage ich mal, das mit der anderen rosanen Beton da einfach mal nach oben verbinden. Hier in der Mitte haben wir einen Dreier. Da in der Mitte ziehen wir das auch einmal zur Wand weg. Um sich dann natürlich zu kontrollieren, ob man richtig ist, kann man hier gucken, ob wir jetzt hier innen drin natürlich eine 5er Fläche haben. Haben wir, also passt das Ganze. Wenn wir das soweit haben, geht es natürlich ans letzte Schlafzimmer natürlich von Marge und Homer. Da fangen wir jetzt einfach mal hier, würde ich mal oben an dieser einen einzelnen Ecke, die so ein bisschen absteht an. Da setzen wir noch 2 nach vorne und dann würde ich sagen, gehen wir hier gleich so schräg davon, einfach mal so gerade weg. Und zwar noch 1, 2, 3, 4 Blöcke. Dann lassen wir einen frei, setzen wieder einen hin. Den können wir jetzt eigentlich hier an der Seite komplett einmal bis nach vorne ziehen. Und wenn wir vorhin angekommen sind, können wir hier eigentlich auch das alles an der Wand gerade zuziehen. So, dann haben wir den letzten rosanen Beton auch hier verbaut und ziehen das noch hoch. Nun wechseln wir mal die Tapetenfarbe und zwar nehmen wir mal die weiße Keramik. Marge und Thomas haben ja ihr eigenes Badezimmer. Ich habe erst überlegt, wie man das so ein bisschen färben kann. An sich hat das immer so einen gelblichen Ton. Habe ich auch da so ein bisschen probiert, mal zu gucken, wie das so passt. Aber wenn ich immer so die Folgen mir angeguckt habe, da geht eigentlich auch weiße Keramik als Wandfarbe für das Bad und dadurch haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Ne, dann sparen wir uns hier eine Reihe, sage ich mal, hier wäre natürlich noch die nächste Tapetenfarbe. Man kann sich natürlich mit Tapete noch auskleiden, wenn man, sage ich mal, die weiße Keramik nicht mag. Ne, als Tapetenfarbe für sein Bad, dann nimmt man da irgendeinen gelben, gelben Block. Aber ich nehme jetzt einfach mal die weiße Keramik. Und zwar jetzt hier oben können wir einfach mal hier einfach so die Seiten damit ein bisschen natürlich verkleiden. Wir fangen hier oben in der Ecke mit einem Einer, können dann hier an der Wand so eine Viererreihe lang hinsetzen und natürlich hier an der anderen Ecke so, die so ein bisschen ein, so eine kleine Eintiefung ist, setzen wir nochmal 3 Blöcke hin. So, den Rest sparen wir uns natürlich mit Tapete auskleiden, weil wir natürlich das Mauerwerk schon die passende Farbe hat. Wenn wir natürlich auch hier das wieder auf eine Viererhöhe hochgezogen haben, geht es natürlich jetzt noch ran an das fehlende Zimmer und zwar, naja, was heißt Zimmer, ans Badezimmer, ne? Hier wollen wir, sage ich mal, auch eine etwas andere Tapetenart machen. Da kommt jetzt unser Lapizazui zum Einsatz. Bei den Simpsons, die haben, sage ich mal, in ihrem Badezimmer so Kacheln unten. Jetzt gibt es natürlich keine richtige, so einen Block, so einen blauen Block mit Kacheln. Da habe ich mir gedacht, nehmen wir Lapizazui, der hat ja, sage ich mal, so eine schöne Textur. Nehmen wir einfach mal, können wir ja machen. Und den setzen wir uns einfach hier ringsrum, zack, einfach mal im Badezimmer komplett unten dahin. Das sind unsere Fliesen an den Wänden, ne? Hat ja, glaube ich, jeder fast in seinem Badezimmer, ne? Unten erstmal so ein paar Fliesen immer. Naja, jedenfalls setzen wir das ringsrum komplett einmal. Man kann dann den Block natürlich auch austauschen, wen es jetzt nicht gefallen sollte, ne? Da gibt es auch Alternativen. Ja, ansonsten darauf setzen wir dann einfach unsere hellblaue oder hellblauen Beton. Ich wollte schon fast Keramik sagen, ne? Den ziehen wir dann hier einfach komplett lang. Ganz simpel und einfach füllen wir dann hier die Wände mit diesen 2 Blöcken aus. Wenn wir das natürlich auch ausgeführt haben, bleibt der nächste Schritt und zwar natürlich, sich den Boden reinzuziehen, falls du es noch nicht getan hast. Natürlich hier einmal in der Mitte des Flurs nehmen wir trockenen braunen Beton. Für die ganzen Schlafzimmer insgesamt haben wir 4. Nehmen wir wieder türkisen trockenen Zement, so heißt das ja, ne? Fürs Badezimmer von Marge und Homer nehmen wir hellblauen Beton und Diamantblöcke. Und natürlich für unser anderes Badezimmer nehmen wir natürlich blauen Beton und Lapizazui-Blöcke. Den nächsten Schritt, den wir machen, heißt natürlich jetzt hier wieder erstmal oben den letzten Block hier, sage ich mal, wieder miteinander verbinden zwischen den ganzen Eingängen. Dann nehmen wir natürlich wieder die Farbe, die auch die Wände haben, passen wir natürlich hier alles einmal an. Und wenn wir das dann soweit angepasst haben, geht es daran, dass wir uns oben auch schon mal ein paar Türen einbasteln. Unten haben wir eigentlich offene Durchgänge, die da eigentlich ja meistens sind.
Oben möchte ich mir gerne ein paar Türen basteln. Dann nehmen wir einfach nur oben die Treppe, basteln die immer oben rein. Und dann setzen wir unsere Tür natürlich unten einmal rein. Ja, das können wir hier überall einfach mal machen. Wenn wir unsere Türen verkleidet haben, nicht nur oben, sondern auch unten kann man jetzt diesen Schritt schon machen. Fällt dir bestimmt auch auf, jetzt wie bei unseren zwei Badezimmern, da haben wir natürlich wieder mit zwei verschiedenen Tapeten gearbeitet. Da kann man jetzt zwei Variationen machen, wie man, sage ich mal, auf der Innenseite von den Badezimmern sich das noch gestalten kann. Entweder sagst du dir, ich will mir oben jetzt über der Tür keine Treppe hinbasteln, ich mache dann mir einfach nur einen Tongblock hin oder halt, was deine Farbe ist von der Wand, ne? Setzt du dir hin und dann kannst du es dir so lassen oder nimmst einfach irgendeine andere Farbvariation der Treppe und kannst es dir reinsetzen, wie es jetzt natürlich passt zu deinen Räumlichkeiten. Ich finde jetzt, sage ich mal, jetzt hier zum blauen Beton passt auch Birkenholz super, ne? So als Farbvariation, was man da sich so reinbasteln kann. Das kann man nicht nur, natürlich nur hier machen, sondern auch noch beim anderen Badezimmer kann man sich das basteln, wenn man möchte. Ich nehme jetzt einfach mal die Birke. Die Birke passt natürlich jetzt hier auch super rein, ne? Von der Farbvariation ist zwar hell auf hell, aber ich würde mal sagen, liegt noch im Rahmen. Auch wenn wir uns mal nach unten begeben, ich habe zum Beispiel jetzt hier schon unseren Kleiderschrank unten im Flur noch, sage ich mal, eine Tür reingebastelt. Gleiches Spiel, wenn man, sage ich mal, sich hinten hier bei der Küche schon aufhält und hier so lang geht. Ne? Wir haben hier unten noch ein weiteres Badezimmer, auch schon Tür reingebastelt, Spielzimmer Tür reingebastelt, Keller Tür reingebastelt und natürlich auch in der Garage. So, Garage, da haben wir auch wieder eine andere Tapetenfarbe. Was kann man da nehmen? Da kann man auch wieder eine Treppe nehmen. Gut, jetzt das Helle würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, da würde ich schon fast wieder das Dunkle nehmen. Das würde eigentlich auch super reinpassen. Und wenn man meint, das passt auch nicht, dann nimmt man einfach genau die gleiche Farbe, wie wir jetzt schon an den Wänden haben, dann geht das auch. Ne? Muss man mal gucken, wie man sich das hätte anpassen möchte. Jetzt haben wir natürlich schon uns die Räumlichkeiten gezogen, die Türen reingesetzt. Jetzt fehlen natürlich oben noch die Fenster. Die wollen wir uns jetzt auch einbasteln. Wir beginnen wie immer, uns das von innen nach außen zu schlagen. Denn dann haben wir immer eine bessere Sicht. Wir beginnen, würde ich sagen, wo wollen wir anfangen? Bei March und Homer? Bei March und Homer fangen wir an. Da setzen wir eigentlich genauso an wie unten im Wohnzimmer. Wir fangen hier einfach an der Wand an und schlagen hier vier Blöcke weg. Und natürlich in der Zweierhöhe. Und dann schlagen wir das einmal vorne bis zum Mauerwerk. Weiter geht's nun bei Maggie im Zimmer. Da wollen wir natürlich auch nochmal ein Fenster freihauen. Hier fangen wir auch wieder hier an der Wand an. Na, auf der linken Seite einfach hier an der Wand schlagen wir wieder vier Blöcke weg. Auch wieder zwei Höhe und auch wieder einmal vorne raus, dass wir rausgucken können. Nach Maggies Zimmer gehen wir jetzt ins große Badezimmer der Familie. Hier würde ich mal sagen, nach vorne weg natürlich schlagen wir noch ein Fenster rein. Wir fangen dann einfach hier vorne auf der Fläche an. Ich würde sagen, auch wieder auf der linken Seite. Und dann schlagen wir hier drei Blöcke an sich weg und das Ganze einmal nach vorne. Na, auf der Vorderseite, ihr kennt ja vielleicht, ist ja immer dieses kleine Fenster. Das soll das hier sein aus dem Badezimmer. Und auf der Rückseite schlagen wir genau hier in der Mitte von dieser Viererfläche zwei Blöcke weg. Dann machen wir auch auf eine Zweierhöhe insgesamt und lassen das erstmal so. So, danach wollen wir natürlich noch zwei Fenster bei Bart und Lisa reinbauen. Da würde ich mal sagen, fliegen wir erstmal ins Bad. Ja, vom Bad in sein Zimmer. Zack. Und da hier auch wieder an der Wand lassen wir jetzt einen Block frei und dann schlagen wir hier wieder so ein 2x2 großes Fenster rein. Und genau das gleiche Format schlagen wir auch nochmal bei Lisa rein. Wir fangen auch wieder hier an der Wand an, lassen einen Block Platz und dann schlagen wir hier wieder so ein 2x2 großes Fenster frei. Zum Schluss fehlt uns natürlich noch das Badezimmer von March und Homer. Da wollen wir jetzt auch nochmal zwei Fenster reinhauen. Da gehen wir natürlich jetzt einmal hier gleich, würde ich mal sagen, ins Badezimmer rein. Gleich hinter der Tür schlagen wir hier ins Mauerwerk einfach mal wieder ein 2x2 großes Fenster rein. Und auf der Rückseite lassen wir hier auf der Seite einfach mal zwei Blöcke Platz und schlagen auch wieder ein 2x2 großes Fenster rein. Und schon haben wir die Fenster fertig. Wir können nochmal vergleichen, ob wir jetzt auch uns das Innen drin gut angepasst haben. Ne, draußen jeweils, die Fenster sind ja immer übereinander abgeschnitten. Ne? Die sollten jetzt nicht zur Seite irgendwie noch einen mehr überstehen. Passt also. Ne, hier über unserer Garage haben wir auch ein Fenster. Passt, wie zur Folge. Jetzt kommen wir natürlich hier zu dieser Seite. Bei den Simpsons ist, sage ich mal, jetzt auf der rechten Seite nicht unbedingt ein Fenster vorgegeben. Ich werde mir aber noch später welche reinbasteln. Muss man mal gucken, wie man sich das Innen drin natürlich einrichtet. Und dann haut man sich hier vielleicht noch ein oder zwei Fenster rein. Ne, das kann man machen, sollte man nicht übertreiben, so ein, zwei Fenster geht noch, vielleicht oben eins beim Bad und unten, wie gesagt, beim Spielzimmer, ne? Da kann man sich auch noch ein Fenster reinhauen. Und auf der Rückseite sollten wir, sage ich mal, jetzt hier, wo wir natürlich einmal das Spielzimmer haben und das Badezimmer, die Fenster genau übereinander haben. Dann kommen wir natürlich hier zur Mitte zur Rückseite, da haben wir einmal von der Küche unten und natürlich von den zwei Schlafzimmern von Bart und Lisa. Hier müssen wir nochmal was ändern und zwar habe ich ein bisschen rumgepopelt, nur um mir das Mauerwerk noch ein bisschen besser anzupassen. Und zwar, wir haben ja, sag ich mal, hier noch die Rückseite von den Wohnzimmern. Apropos Wohnzimmer, da sollten auch die Fenster perfekt übereinander abstehen, dann passt das Ganze. Aber ich möchte mir hier ein bisschen mehr Mauerwerk weghauen. Da schlagen wir uns einfach mal hier hinten diese Ecke, ne, hinten hier so zack, diese eine Ecke, die schlagen wir einmal komplett weg. Wir wollen das Haus ein bisschen dünner machen. Einmal runter bis auf den Boden schlagen wir es weg. Und gleich dahinter, die zweite Ecke, hauen wir auch nochmal weg. Ne? Jetzt nicht durchdrehen. Alles gut. Die schlagen wir komplett weg.
So, danach geht es weiter. Und zwar können wir jetzt hier einmal diese Ecke vom, sag ich mal hier, sag ich mal, von unserer Tapete auch nochmal komplett weghauen. Und die können wir dann einmal aushöhlen mit unserem Mauerwerk bis oben hin. Zack. Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz draußen. Und dann können wir das hier natürlich einmal mit der Terrasse noch ein bisschen vergrößern. So sieht es dann natürlich aus, wenn wir noch ein bisschen weghauen. Ne, ist ja auch Ziel der Sache, dass wir das Haus so gut wie es kriegen, natürlich zur Folge angepasst kriegen. So, jetzt geht's weiter. Und da ist mir jetzt schon wieder ein Fehler unterlaufen. Ah, das passiert immer, wenn man so schnell popelt. Aber wir kriegen das hin. Und zwar eigentlich sollten die Fenster komplett genau übereinander abstehen. Darum müssen wir draußen kontrollieren, ne, um zu gucken, ob wir das auch richtig haben. Bastelt euch mal so, dass das Fenster genau übereinander absteht. Denn mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Der ist wirklich nur klein. Und zwar müssen wir einfach nur hier, sage ich mal, was wir jetzt hier innen drin haben, noch einen so leicht versetzen. Die Tapete muss um einen versetzt werden. Das ist mir jetzt wirklich im Nachhinein jetzt aufgefallen, aber das kriegen wir hin. Und zwar müssen wir einfach nur wirklich die Tapete nach einer vorne liegen. Das heißt, wenn man, sage ich mal, hier ins Elternschlafzimmer reinkommt, dass da dann gleich, sage ich mal, hier die Wand ist. Ne, da kommt ja noch später ein Schrank alles rein. Passt alles. Ne, das ist jetzt kein großer Fehler. So habe ich ja eigentlich auch geplant. Und dann gleich dahinter setzen wir hier die nächste Wandreihe. Ne, das passt alles. Ah. Fehler passieren immer. Ne? Naja, wir versetzen uns das einfach mal ein bisschen. Ich sehe es auch ein bisschen positiv. Haben wir halt noch ein bisschen mehr Platz im Badezimmer. Ne? Da kriegen wir auch eine größere Badewanne jetzt auch rein. Super. Ja, so, dann sind wir eigentlich auch hier wieder mit dieser Folge schon so gut wie fertig. Der nächste Schritt ist natürlich jetzt hier wieder, sich die Decke überall reinzuziehen. Aber bevor ihr wirklich die Decke euch reinzieht, macht euch wirklich vorher noch den Boden rein. Nutzt noch die Helligkeit, die von oben kommt. Ne? Sonst müsst ihr euch alles noch mit Lampen und so auskleiden. Ne? Von daher, wie gesagt, Flur nehmen wir braunen Boden. Für die Schlafzimmer nehmen wir etwas türkisen Boden, einen Teppich, so wie es wir da unten schon haben. Die zwei Badezimmer werden schon mit Fliesen ausgestattet. Ne, im großen Badezimmer ist es halt mehr so zwei bläuliche Töne und beim anderen so ein, ja, so hellblau, so türkismäßig, halt so ein kleiner Mix, ne, in den Fliesen. Jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir wieder? Natürlich, du weißt, falls es Betonstufen gibt, nimmst du natürlich die Betonstufen, ansonsten Purpurstufen. Die Purpurstufen nehmen wir wieder für alle Bereiche, wo wir natürlich rosane Wände haben, das heißt Flurbereich. Ne, das ist ja hier, sagen wir mal, der Flurbereich hier so wie so ein L gezeichnet, so ein bisschen oder diesen rechten Winkel hier. Natürlich die ganzen Schlafzimmer und natürlich auch die Abstellkammer hat rosane Decke, ne, wie man es nennen möchte. Cool. Ja, für die Badezimmer kann man nehmen, was man möchte. Ich nehme erstmal Steinstufen als Standard, aber da kannst du auch gerne noch wechseln, ne, von der Deckenfarbe. Mache ich vielleicht auch, muss man mal gucken. Aber erstmal so als Standardfarbe nehmen wir da einfach mal Stein. Wenn wir denn die Decke ausgekleidet haben, machen wir noch eine Sache und zwar natürlich noch einen kleinen Rundgang. Wir beginnen natürlich ganz gemütlich von unten. Unten waren wir ja schon an sich. Jetzt geht es natürlich einmal nach oben. Sieht doch eigentlich schon gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Hier an sich auch alle Zimmer. Ich finde immer super, wenn man mit Stufen arbeitet, dass es einen tollen Kontrast gibt für die Fenster. Ne, unten, sage ich mal, hat man natürlich ein bisschen mehr Wand als oben, ne? Kennt ihr ja. Ne, und das finde ich immer so ein super Kontrast. Wenn natürlich noch die Deckenfarbe passen werde, wenn ich da noch die Betonstufen hätte, dann wäre es natürlich wunderbar. Aber Minecraft, wer weiß. Ne, wir können es ja nur mal sagen, vielleicht gucken die auch mal so ein Video und denken sich so, hey, das ist eine gute Idee, warum machen wir das nicht? Ne, Badezimmer, Steinstufen, kann auch wechseln, ne, wie gesagt, blaue Stufen haben wir ja leider nicht. Auch wenn man mal so einen kleinen Blick reinwirft, blaue Stufen gibt es ja gar nicht. Ne, es gibt zwar türkise Stufen so in der Richtung, aber blaue, ja, gibt es halt leider nicht. Von daher, Steinstufen passen denn. So, letzter Blick natürlich noch ins Elternschlafzimmer. Nö, das geht auch noch, wenn natürlich Möbel und so drinstehen. Man hat das ja auch einen ganz anderen. Na, wenn halt Möbel drinstehen, ne, dann wirkt das alles anders. Ja, so, und dann natürlich auch noch hier das andere Badezimmer, wenn man sich das einrichtet. Ne, ich weiß ja bei den Simpsons, hier ist ja dann noch schöne große Badewanne. Ne, Toilette ist ja auch irgendwo hier, denn das ist hier noch bestimmt so ein Spiegel in der Ecke. Muss man mal gucken, wie man sich denn das dann bastelt. Naja, das kriegen wir schon alles hin. Dann haben wir wieder viel geschafft für die Folge. In der nächsten Folge geht es ja mit dem Endschluss ran. Das heißt, wir machen das Dach auf, wir beginnen mit den Fenstern und noch ein bisschen mit Deko. Was Deko ist, siehst du dann in der nächsten Folge. Und danach gibt es dann nur noch Bonusfolgen, wie zum Beispiel Keller, Gartenbereich, Fahrzeuge. Wer weiß, was da noch kommt. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Nächsten Teil findest du natürlich unter dem Video. Und dann stelle ich mich hier vorne Safety hin. Dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.